Hey Leute, in dem letzten Video habe ich euch gezeigt, wie man sich solche Braids ins Haar macht. Nun zeige ich euch natürlich, wie man diese wieder rausbekommt. Ich habe zwar im letzten Video gesagt, dass die Zöpfe niemals mit einer Schere gekürzt werden sollten, sondern immer nur die Spitzen abgeschnitten werden können, um das Haar einfacher aufflechten zu können. Wenn ihr aber solche Ombre Braids habt wie ich und genau sehen könnt, bis wo eure echten Haare im Zopf gehen, also wo der Farbverlauf wirklich von hell zu dunkel oder dunkel zu hell sehr deutlich zu erkennen ist, dann könnt ihr euch ein wenig Arbeit ersparen, indem ihr einfach das unechte Haar abschneidet. Dadurch hat man natürlich am Ende weniger aufzuflechten. Aber bitte seid trotzdem vorsichtig, denn nicht, dass ihr euer Eigenhaar mit abschneidet. Also solltet ihr schon mit großer Vorsicht an die Sache rangehen und auch wirklich euch vergewissern, dass ihr auch nur das unechte Haar abschneidet und nicht euer Eigenhaar mit. Nachdem ich nun die unechten Haare gekürzt habe, flechte ich diese nun auf. Das Ganze hat 1,5 Stunden gedauert, das ist natürlich eindeutig weniger als das Reinflechten. Das geht auch wesentlich einfacher, das aufzuflechten, als die ganzen Haare sich einflechten zu müssen. Am Ende habt ihr dann so eine Löwenmähne, welche ihr erst durchkämmt und danach erst waschen könnt. Erschreckt aber nicht, wenn ihr plötzlich ganz viele Haare in der Bürste oder in den Händen habt, denn ihr müsst bedenken, dass man pro Tag 70 bis zu 90 Haare verliert. Und wenn man die Braids 1-2 Wochen oder gar 3 Monate im Haar drin hat, kann man sich ausrechnen, wie viel Haar dann sich darin einsammelt und erst beim Rausnehmen rausfällt. Also keine Panik, falls da ganz viele Haare rausfallen. So, das war's auch schon mit dem unspektakulären Video. Aber da ich euch halt, wie gesagt, gezeigt habe, wie man sich die Braids reinmacht, wollte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten, wie man diese wieder rausnehmen kann. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen, falls ihr euch die Braids reinmachen wollt oder vielleicht auch wieder rausnehmen möchtet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!